So, weiter geht's. Ich bin aufgestanden. Jetzt gucken wir mal, ob dieser Alex noch da ist. Was eine Katastrophe wäre, wenn das nicht mehr wäre, weil... Ja. Ja, Nachtigallen. Oh Mann. Besiege Milan. Ein Festmahl für die Bettler. So, die müssten alle in der Schenke sein, tatsächlich. Naja, das können wir ja überprüfen. Kommt sofort. Ich bring sofort. Natürlich, bin schon. Ah, das ist Milan. Wo ist denn jetzt dieser Alex? Gern geschehen. Dieser Alex ist bei B. Da ist er. Muss sowieso mal eben zum Pferd. Mach schnell, bevor mich dein Gestank noch umhaut. Ich habe hier Wild für dich. Ja? Großartig. Danke, Heinrich. Dafür bekommen wir viele Vorräte. Ich denke, wir sollten es gut sein lassen. Der Meisterjäger hat mitbekommen, dass etwas im Busch ist. Und die Bürger werden nervös. Aber du hast uns sehr geholfen. Danke. Gern geschehen. Komm zu mir, wenn du noch etwas benötigst. Werde ich. Nice. Das wollte ich nämlich schnell erledigen, bevor... das Fleisch vergammelt, tatsächlich. So, jetzt checken wir mal Milan ab. Gott sei mit dir. Ja, und mit dir. Kämpfen wir! Die beiden hast du ordentlich verbläut. Und ich habe ein, zwei Groschen gewonnen. Ihr Skalitzer seid gut für meinen Geldbeutel. Ich bin angeschlagen, aber das macht nichts. Flucht! Ah!
wie er nur am Kuscheln ist. Kämpfe. Ich will den Idioten plündern. Ach, warum nicht? Doch hier hoch oder irre ich mich jetzt? Oder hat er mit mir woanders gekämpft? Nein, ich wollte nämlich ins Badehaus. Wobei es macht wahrscheinlich Sinn, erst zu schlafen. Oh, im Dunkeln ist es immer so anstrengend. War das jetzt schon hier? Ja, es war schon hier. Okay. Ja, jetzt hätte ich es auch gesehen. Erstmal das Haus anzünden. Oh, schön. So, dann haben wir ja alle bekämpft. Schlaf ich mal bis morgens. Ja, nice. Faustkampf geht schon gut durch. Gucken wir gleich mal, was wir da an Fähigkeiten freigeschaltet haben. Die sollen nämlich sehr gut sein. Die Sachen, die man da so freischalten kann. Ich werde auch nicht Fähigkeiten aufheben, ich werde mich einfach mal selber ein bisschen rumprobieren. Außer bei Jagen, da wurde mir das empfohlen, das zu tun. Das Blöde ist, ich vergesse auch meine Sachen auszuziehen, wenn ich ins Bett gehe. Was hier, glaube ich, egal ist bei Stroh. So, habe ich etwas, um es zu essen? Habe ich nicht. Ich habe Hunger. So, ich habe Hunger. Dörrfleisch hält ewig. Essen wir Brot und eine Birne. Und eine Karotte. So, was für ein Frühstück.
Jetzt will ich doch tatsächlich mal gucken, ob das was bringt. Das sind bessere Schuhe, tatsächlich. Die Beinlinge sind auch besser. Grüner Spitzhut. Hat wesentlich mehr, der zählt als gestohlen. Na denn, weg damit. So, jetzt haben wir einen schönen Wappenrock noch. Bürgerschwert, das Ding. Herr Capus, Jagdbogen, Wundpfeil. Einen Dolch können wir noch verkaufen. Oh, die Karten möchte ich immer noch mal abarbeiten. So, das lassen wir alles hier. So, das vergammelt sowieso alles. Ich hab's wieder aufgehoben, ne? Das essen wir auch nochmal. Oh, ich bin auch nicht übersättigt. Wo ist denn hier meine Badefrau? Die kann aus dem mir auch nicht helfen hier. Lass mich doch zufrieden. Sattheit 90. Nice. Auf einmal war es ein Schloss zum Knacken. Oh, schon wieder. Ach, hier will doch keiner arbeiten. Dann lasst mich doch zufrieden. Auf nach Rattay. Gucken wir mal, wem wir hier welche Arbeit geben können jetzt tatsächlich. Und dann müsste ich immer noch nach Sasau und wegen der Köchin. Das klären mit dem Pfarrer. So, ist hier schon wer am Arbeiten? Ey, hier arbeitet doch kein Mensch. Dann gehen wir zur Burg und gucken da mal, was wir da noch an Quests haben. Ja. Jagen.
Schlachter. Kannst erlegten Wildtieren die Innereien entnehmen. Kannst toten Tieren die Haut abziehen. Das ist doch bestimmt eine gute Sache. Was haben wir denn noch? Wildtiere sind weniger scheu. Du verursachst mehr Schaden. Rohes Essen in deinem Inventar hält länger. Hm, eingesalzen. Ja, den brauche ich, den Perk. Du kannst rohes Fleisch essen. Nur von Tieren? Na gut. Ja. Ich behalte diesen Perk tatsächlich mal, weil. Nicht weiß, ob ich immer einen bekomme. Lass mich durch. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Ich glaube, die pennen alle noch. Was ist denn hier los? Schaff's. Oh, die unsichtbare Mauer. Oh. Hey, pass auf. Ich merke. Ach, Hansi. Hansi. Mensch. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Wie geht es dir, Herr? Hast du dich erholt? Ja, was immer mir das bringt. Diese Langeweile. Die einzige Lektüre ist die Bibel und Harnisch lässt bis auf den Pfarrer keinen in meine Nähe. Kannst du dir vorstellen, welch monotones Gefasel dieser Kerl von sich gibt? Diese Welt ist eine Prüfung, sei bußfertig. Er spricht mit mir, als läge ich im Sterben. Genau genommen, als wäre ich bereits mausetot. Heinrich, willst du mich nicht in die Rataya Beda begleiten? Ich brauche ein bisschen Abwechslung, bevor ich Staub ansetze. Weshalb die Bäder? Tja, ein heißes Bad ist heilsam. Das stimmt. Deswegen kannst du hier jederzeit ein Bad nehmen. Hast du jemals Clara gesehen, die Zuberdirne? Eine Schönheit. Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich meinen, ich wäre verliebt. Wie viel Zeit möchtest du dort verbringen? Weiß ich noch nicht, aber zumindest ein paar Tage. Tagsüber Bäder und Schlammpackungen und am Abend das Vergnügen. Was sagst du? Kommst du mit? Aber deine Verletzungen, Herr. Ich werde nicht lügen. Es tut höllisch weh. Aber lieber hinke ich am Gehstock unter Schmerzen schreiend, als einen weiteren Augenblick den langweiligsten Passagen des Evangeliums zu lauschen. Warum nicht? Wann willst du aufbrechen? Gleich. Aber besuch mich erst nach der Abenddämmerung. Ich werde Gesellschaft haben. Na gut, ich werde zu dir stoßen. Wegen der Jagd. Na gut, ich geb's zu. Ein Wildschwein mit einem Pfeil erlegen zu wollen, ist keine gute Idee. Es war aber ein guter Schuss. Spiel gespeichert. Ja, ist ein guter Part. Ende. Ja. Der Cliffhanger, wie immer.